Dein Hund bellt ständig und du würdest das ganz gerne abstellen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Wir schauen uns hier mal einfach ein Beispiel an, wo wir einfach erstmal grundsätzlich verstehen müssen, warum das überhaupt so ist und eine Verhaltenskette erkennen. Ja, wir haben ja ganz viele Mensch-Hunde-Teams, die wir begleiten und da ist das immer wieder das Thema im Alltag, mein Hund bellt halt. Also der bellt halt. Aus tausend Gründen, Besuch kommt, es klingelt, der Postbote fährt vor, Frauchen kommt nach Hause, Herrchen kommt nach Hause, die Kinder spielen. Weiß der Geier, es gibt so viele Gründe, warum Hunde bellen. Für dich ist es aber erstmal wichtig zu verstehen, mal gucken, ob Finja hier nicht den Zucker vom Tisch isst. Finnchen, du wirst doch wohl nicht etwa. So, das heißt, erstmal musst du grundsätzlich vorstellen, bellen, ja, ist erstmal einfach nur Kommunikation, hat aber natürlich verschiedene Motivationshintergründe. Was kann das sein zum Beispiel? Dein Hund möchte etwas melden, also aus dem territorialen Bereich. Hey, da kommt der Postbote. Hey, da steht jemand an unserer Grenze. Hey, da ist also melden. Ja? Dann kann es sein, dass dein Hund einfach unsicher ist. Das bedeutet, der hat schlechte Erfahrungen gemacht oder der versteht irgendetwas nicht und so weiter und so fort, fühlt sich unsicher und meldet das. Auch wieder melden ist am Ende wieder Kommunikation. Oder er hat zum Beispiel eine hohe Erwartung an, oh, wir gehen raus spazieren, oh, Frauchen kommt nach Hause, oh, 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 irgendetwas passiert, wo eine hohe Erwartung, ob jetzt negativ oder positiv, lasse ich erstmal stehen, aber es gibt eine Erwartung. Und ich möchte dir das jetzt zum Beispiel an einem Beispiel erklären, wie man das vielleicht erkennt und dann am Ende abstellen kann. Ich hatte nämlich vorgestern ein Gespräch mit Kunden im Zoom-Call, wo wir eine Strategie entwickeln wollten für genau das Problem. Mein Hund bellt, wenn ich nach Hause komme. Das heißt, ich fahre mit dem Auto rein, schließe den Schlüssel rein und dann höre ich wuff, 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 ne? Es waren zwei Hunde, die pushen sich dann gegenseitig hoch, stehen am Türschutzgitter und bellen. So, und dann habe ich gesagt, also die Frage war dann, okay, was kann ich denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, die Frage ist falsch, was kann ich jetzt machen? Sondern wir müssen jetzt erstmal erkennen, was ist hier die Verhaltenskette? Also was passiert, was machst du als Mensch? Also im Fokus steht jetzt hier erstmal der Mensch. Warum? Weil der Mensch, ja, ist ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil dieser Kommunikation und Erwartung. Deswegen habe ich ganz genau gefragt, sag mir bitte, was tust du? Und dann hieß es, ja, ich ziehe mich aus, ich ignoriere die Hunde, also ne, ich mache ja gar nichts, die bleiben hinter dem Ding. Dann gehe ich durch, gehe in die Küche und gebe ein Leckerli, also fünf Dinger. So, dann habe ich gesagt, okay, wir haben fünf Elemente. Dann habe ich gesagt, okay, sehr gut. Dann habe ich gesagt, am Ende, du gibst Futter zum Schluss, okay, also hier ist eine Erwartung, wir machen Krach, die soll sich ein bisschen beeilen, wir gehen gleich in die Küche und kriegen etwas. Jetzt war aber der springende Punkt, wo ich gesagt habe, am Ende brauche ich eh Videos, weil das, was ihr mir sagt, muss nicht zwangsläufig die Wahrheit sein, weil es kann nämlich sein, dass du beim Aufschließen reinkommst, schon irgendetwas kommunizierst, also der Mensch. Und dann war kurz Ruhe und dann sagte sie so, ach ja, jetzt wo du sagst, wenn ich die Jacke anhänge, dann rede ich schon mit den Hunden und zwar in der Form so, ist doch gut jetzt, es reicht jetzt, hör auf jetzt und so weiter und so fort. Und dann sagt, aha, jetzt haben wir hier plötzlich noch ein Element mehr, ja, also nicht nur fünf, sondern sechs, Kommunikation. Das bedeutet, der Mensch knallt da noch Energie rein. Und dann hat Herrchen gesagt, ah ja, jetzt wo du sagst, ich habe den Tag, weil ich mal schnell rein musste, irgendwas vergessen im Auto oder so, haben die Hunde auch gebellt, ich bin nur rein, Tür zu, bin durch Türschutzgitter, habe gar nichts gesagt, bin auch nicht zur Küche, bin wieder raus und es war Ruhe sofort. Aha. So, und da sage ich jetzt immer nur aha. Weil was passiert jetzt hier durch Gespräche und durch Videoanalysen um eine, und das musst du jetzt verstehen, eine Verhaltenskette zu erkennen und zu lösen, musst du genau das machen. Objektiv bleiben und genau dieses System erkennen, was passiert da. Und dann musst du die richtigen Puzzleteile aus dieser Kette rausnehmen, verändern, umleiten, neu aufbauen, damit das Bellen am Ende weniger wird, ich sage jetzt nicht aufhört, aber weniger wird und viel, viel besser kontrollierbar. Und das ist nachher beim Territorialen, bei hohen Erwartungen im Spiel, bei Unsicherheit, ist das ganz genauso, dass hier eine Kette läuft, die du verstehen musst, objektiv bewerten musst und verändern musst. www.hundetrainer-stevekeil.de. Da sind wir sehr, sehr gut drin, so etwas herauszufiltern durch Videoanalysen, viele, viele Gespräche, weil das machst du halt nicht einfach nur nebenbei.
Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hoffe, dir konnte das ein bisschen was helfen. Bis dahin. Und wir gehen jetzt mit Fini wieder andere Menschen glücklich machen. Hier, meine Schöne. Auf geht's. So, bis später. Ciao, ciao.